Herzlich willkommen zu Blind Tube. Wir haben uns dafür entschieden, im Endeffekt es so zu machen, dass die Livestreams hinterher als Gesamtes auf nicht gelistet stehen, sprich alle, die uns abonniert haben, kriegen das dann immer noch in ihre Abo-Box hinterher angezeigt, aber es verstopft nicht mehr so ganz sehr unseren Kanal. Und wir werden dann kleinere Ausschnitte als Videos rausbringen, so wie wir es heute schon getan haben. So, und jetzt nochmal in geordneter Form. Also, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, ist es so, dass die Livestreams bis jetzt immer für euch alle verfügbar waren. Das wird auch so bleiben mit folgender Einschränkung. Wir werden die Livestreams so einrichten, dass sie, wenn ihr auf unserem YouTube-Kanal unter dem Reiter Videos guckt, euch die Livestreams an sich nicht mehr angezeigt werden in Zukunft. Also ob wir das jetzt mit den gelaufenen auch machen, darüber sind wir uns noch nicht einig, aber alles, was so in Zukunft kommt, werden wir dann jetzt wahrscheinlich entweder ab dem oder ab dem nächsten Stream so machen, dass wir es dann hinterher, wie gesagt, auf nicht sofort sichtbar machen. Ihr habt aber, falls ihr doch das Interesse habt, euch einen 3-Stunden-Stream im Nachhinein anzugucken, weiterhin die Möglichkeit, dies zu tun, indem ihr auf unserem Kanal, auf der Kanalübersicht, das habe ich heute extra nochmal eingerichtet, dort haben wir einen Reiter, der sich nennt, wie nennt er sich? Auf jeden Fall stehen da, der nennt sich Playlisten. Und in diesen Playlisten stehen dann die Livestreams bereit. Genau so. Genau. Und wenn ihr die darüber aufruft, dann könnt ihr die auch noch sehen. Es ist halt nur so, damit das Gesamtbild des Kanals nicht von, sagen wir mal, tausenden von 4-Stunden-Videos verstopft wird und unsere einzelnen Videos hinterher gar nicht mehr auffallen zwischen all dem, haben wir uns dazu entschlossen, das übersichtlicher zu machen. Weil das Problem ist, da stimmen uns wahrscheinlich hoffentlich die meisten zu. Das haben wir jetzt auch in den Analytics gemerkt. Im Nachhinein gucken sich zwar noch einige Leute die Streams an, aber wahrscheinlich sind das eher Abonnenten. Und zweitens gucken die Leute aber die Streams nicht so lange, dass man sagen könnte, das lohnt sich jetzt, damit unsere Videoübersicht zu verstopfen. Ist das richtig so, wie ich das erklärt habe, Jan? Ja, also ich hätte es jetzt zwar mit ein bisschen anderen Worten erklärt, aber im Endeffekt ist das so richtig, ja. Ja. Also wie gesagt, ihr könnt sie euch immer noch ansehen. Dafür müsst ihr ein paar Klicks mehr machen. Oder aber wenn ihr uns abonniert habt, kriegt ihr die Livestreams ja sowieso immer in euren Benachrichtigungen angezeigt. Und darüber könnt ihr sie im Nachhinein natürlich auch noch aufrufen. Also ändert sich vor allem für Abonnenten eigentlich gar nichts großartig, weil ihr die ja so in den Benachrichtigung, wenn ihr einmal benachrichtigt worden seid, dass wir den öffentlich gemacht haben, den Livestream, dann ist der in euren Benachrichtigungen drin. Das ändert sich auch nicht, wenn
wir den auf nicht gelistet setzen. Die einzigen... Beziehungsweise, wir werden das dann so machen, dass der automatisch dann direkt in den nicht gelisteten Modus geht. Ja. Die einzigen, die da ein bisschen ja, einen kleinen Schritt mehr machen müssen, sind die Leute, die nicht abonniert haben. Die müssen dann auf die Kanalübersicht gehen oder direkt auf die Playlisten. Könnt ihr auch machen. Müsst ihr nicht über die Kanalübersicht gehen, ihr könnt auch über die Playlisten gehen. Und da ist extra die Playlist Blindstream und andere Livestreams, ne? So heißt der. Genau. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Livestreams bleiben, nur nicht jetzt so sichtbar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend euch allen noch und auf Wiedersehen. Tschüss.